Hallo, hier ist der Martin von Money Monkeys. Das ist die DAX-Analyse für nun Donnerstag, den 13.04.2023. Und zum Mittwoch hat sich unser DAX hier weiter, ja, kuschelig positiv gezeigt, sich aber auch deutlicher wieder in seinen Schatten zurückgezogen, nachdem wir oben weiteres Ziel abarbeiten konnten. Wir haben jetzt die 8.30 hier mal kassiert. Hatten ja oft darüber gesprochen, im Bereich 87, 8.30, dass der nochmal anzulaufen wäre. Und darüber dann aber auch weiter Richtung 49 und so weiter. Das ist nicht passiert. Der hat jetzt erstmal nur die 8.30 angelaufen. Ist auch weiter über den Hoch geblieben, über dem Tagesschluss. All das hat man, glaube, also ich glaube, wir hatten gesagt, ne, über 6.50 einfach weiter nach oben, auch weiter 87, 8.30, 800 klar machen und Schritt für Schritt eben weiter vorarbeiten. Ich würde daran jetzt auch erstmal weiter festhalten. Wir haben zum Donnerstag jetzt, zum Mittwoch zwar einen deutlichen Abverkauf von einem neuen Hoch gesehen. Der hält sich wirklich magisch hier im Kästchen mit seinen Schlusskursen. Ja, also wird immer wieder reingezogen. Solange er nicht nach unten irgendwie mal was Gegenteiliges performt, kann er hier auch noch weitergehen. Ja, man muss jetzt aber langsam auch ein bisschen aufpassen. Wir haben jetzt hier vom optischen Bild her eine schöne erste Aufwärtswelle, hier eine schöne zweite Aufwärtswelle, hier eine schöne dritte Aufwärtswelle, die aber deutlich verkümmert. Und man müsste ganz klar sagen, wenn unser DAX jetzt nach dem neuen Hoch hier anfängt abzubrechen oder tiefer zu gehen, würde er nicht unbedingt das rote Kästchen spielen. Das würde ich jetzt mal rausnehmen. Das ist jetzt eigentlich vertan, die Chance. Das macht so auch keinen Sinn mehr. Aber er hätte durchaus das Potenzial, hier jetzt in eine dreiteilige, also eine Abwärtswelle, einmal zurück, nochmal Abwärtswelle, in ein derartiges Muster dann einzusteigen. In dem Moment, wo er wirklich jetzt aktiv diesen Aufwärtstrend, der seit Mittwoch, dem 5. April besteht, zerbricht. Ja, zerbricht er diesen Aufwärtstrend, würde das für größere Marktteilnehmer den Eindruck erwecken, wir hätten hier nach der ersten, der zweiten und der dritten Aufwärtswelle jetzt erstmal einen ersten Impuls fertig. Und der Markt bräuchte demzufolge nach eine größere Korrektur. Das heißt, die würden sich aus Long-Positionen zurückziehen, würden vielleicht das ein oder andere Absicherungsgeschäft reinziehen und sich einfach gegen möglichen Kursrücksetzer absichern, weil der eben, wie gesagt, bis 3,60 und auch 1,30 locker gehen kann. Na, also gibt viele, die nehmen die Fibos, kann man auch machen, ist nicht verkehrt. Ja, auch hier Bereich um 15.000 im 61er, aber auch eine 50er Korrektur auf die 15.140. Hier eben dann auch sehr interessant, wenn unser DAX jetzt hier abkippt. Wenn abkippt, heißt für mich, ich möchte aber auch tatsächlich sehen, dass der aktiv unter eine 6,50 arbeitet am Donnerstag. Ich möchte aktiven Stundenschluss auch darunter sehen wollen. Sehen wir den, könnte ich mir vorstellen, dass wir auch die 600 angreifen. Und dann brauche ich auch Stundenschlusskurse unter der 600. Gelingt das dem DAX zum Donnerstag, kann er sich durchaus Potenzial freimachen. Hier sogar schon am Donnerstag ein gutes Stück zurückzulegen, vielleicht mal im Bereich um 4,45, 4,50 reinzuschlagen, um dann im späteren Wochenverlauf noch die 3,60 schon mal als ersten Teilabschnitt zu holen. Das wäre ein Negativszenario. Ja, also wie sollte man reagieren jetzt, wenn der Markt abdreht? Wie sollte man reagieren, wenn er zum Donnerstag wirklich Schwäche zeigt, wenn er auch schwach reinkommt? Dann einfach ein bisschen aufpassen, das ein bisschen im Hinterkopf behalten, ne, dass wir hier diese Auffälligkeit mit diesen Wellen haben, dass es wirklich nach einem fertigen, abgeschlossenen Impuls letztendlich aussieht, auf den dann hier eine dreiteilige Korrektur jetzt folgen könnte, die dann durchaus hier ihre Ziele hat. Ja, sehen wir das aber nicht, sehen wir keine Schwäche, sehen wir nicht, dass der unter 6,50 geht, sehen wir keinen Stundenschluss unter 6,50 oder sehen wir harte grüne Stundenkerzen oder was ist harte grüne Stundenkerzen, schöne grüne Stundenkerzen, die sich von 6,50 oder 600 nach oben strahlen, dann lasst ihn machen nach oben, dann lasst ihn auch noch durchaus nochmal an das Hoch hier zurückgehen, sehen wir von Beginn an auch stärker, drückt er sich per Stundenschluss auch über eine 37 mal schön drüber, ja, 37, 57 da schön drüber, dann lass den laufen. Egal wie langsam träge und wie oft er wieder zurückkommt, lass den laufen. Dann geht dann noch auf die nächsten Ziele. Ja, wir haben jetzt die 8,30 abgearbeitet. Nächster Bereich wird dann hier wahrscheinlich irgendwo so mittig dazwischen sein. Und dann im nächsten Schritt die 15,49 mal klar machen.
bevor wir wieder auf Ziele oberhalb der 16.000 losgehen. Und das ist noch durchaus möglich, also das ist hier drin. Ihr spricht nichts dagegen, dass der nicht weiter steigen kann. Ja, versteht das nicht, was ich hier erklärt habe mit 1, 2, 3 Welle, die muss hier nicht zu Ende sein. Ne? Wenn das die erste war, das die zweite, das die dritte, kann die sich auch durchaus hier noch viel, 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 viel weiter nach oben ziehen. Ich würde einfach bloß aufpassen, wenn eben eklatante Schwäche reinkommt. Wenn eklatante Schwäche reinkommt, dann sieht es fertig aus. Stand so sieht es noch nicht fertig aus. Stand so muss es auch noch nicht fertig sein. Und deswegen würde ich persönlich in jedem Falle long freigeben, long handeln, wenn wir zum Donnerstag über 700 handeln, über 650 nach oben drücken, grüne Stunden, Kerzen schieben. Das wären für mich alles Grundbausteine, um erneute Long-Positionen zu probieren. Auf die nächsten Ziele hin. Wie gesagt, hier erstmal mittig irgendwie dazwischen, später dann auf die 49. Das sind so die nächsten Stationen. Aber eben ein bisschen aufpassen. Ja, also ich würde auch aktiv vielleicht sogar einen oder anderen Long vielleicht mal ein bisschen ausdünnen. In dem Moment, wo er mir jetzt hier unter einer 650 oder vielleicht sogar unter einer 600 drunter macht. Na, weil wie gesagt, das wäre nach Lehrbuch eigentlich dann fast ideal. Ja, hier schön fünfteilig hochgekommen, drei Aufwärtswellen, zwei kleine Korrekturwellen drin. Ja, könne perfekt dann hier nochmal einmal abseilen nach unten. Vielleicht im ersten Move hier bis auf die EMA. Ja, Bereich um 360, 330, 330, 360 vielleicht so als erste Teilwelle. Oder als erste Welle, sagen wir es so. Dann hier von hier eine Gegenbewegung nochmal von unten an die Linie dann dran. Und dann von hier weiter und dann später von hier nochmal ein Anstieg nach oben. Ja, wenn dann die Gaps hier unten bereinigt sind von 15.130, 15.100, dann noch ein neuer Angriff auf 16.000. Das wäre denkbar, wenn der Markt eine Korrektur möchte. Das sehen wir daran, wie er jetzt hier am Donnerstag nach unten handelt. Kommen grüne Stundenkerzen, schicke grüne Stundenkerzen. Wäre für mich aber trotzdem noch long. Definitiv. Aber 100%. Ja, gut. Damit würde ich das Video zumachen. Hoffe, ihr könnt was mit anfangen. Wünsche euch viel Erfolg zum Donnerstag und dann hören wir uns morgen wieder. Bis dahin. Tschüss.